Hallo zusammen, Servus, hier ist euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Und vor mir auf meinem Schreibtisch stehen zwei Schälchen. Und in dem einen ist Nassfutter drin und in dem anderen Trockenfutter. Einige von euch füttern ihren Hunden und Katzen ja Nassfutter, die anderen füttern Trockenfutter. Manche, wenige, füttern auch gemischt, also mal dies, mal jenes. Was ist aber eigentlich, wenn ich das beides zusammen in einen Napf lege? Geht das überhaupt? Darf man das überhaupt? Darum soll es heute gehen. Darf ich Nass- und Trockenfutter mischen und in einem Napf verfüttern? Bleibt dran, bis gleich. Ja, Nassfutter, Trockenfutter, da scheiden sich die Geister ja so schon. Vor allem, wenn es um Trockenfutter geht und das bei der Katze, ja, haben wir mal ein eigenes Video zu gemacht. Sehr interessant für die von euch, die das noch nicht kennen und die ihren Katzen Trockenfutter geben. So wie ich zum Beispiel auch. Ja. Bei meinen drei Katern mache ich das auch so. Da habe ich das mal entkräftet, diese ganzen, ja, Pseudo-Weisheiten, die da so im Umlauf sind. Aber es ist ein anderes Thema, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es jetzt um die Frage, Nass- und Trockenfutter, darf ich das mischen? Und was ist denn der Hauptunterschied? Die meisten von euch werden es schon erahnt haben, der Wassergehalt, ja, das macht auch den Namen aus und das ist der große, hauptsächliche Unterschied zwischen diesen beiden Futterarten. Nassfutter hat ungefähr so 75% Wasser und Trockenfutter so 8-10%, das ist mal so eine Hausnummer. Ja, was ist jetzt hier oder was wird immer wieder so als Problem ins Felde geführt, wenn es darum geht, dass ich das mische? Ich nehme es gleich mal vorne weg. Ja. So. Und das soll jetzt ein Problem sein, ja, wenn ich jetzt hier Nass- und Trockenfutter zusammen in eine Schüssel gebe. Ja, es gibt unterschiedliche Verdauungszeiten, ja, für unterschiedliche Nährstoffe. Kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt ein Vollkornbrot habe, das dauert länger, bis der Körper, bis die Enzyme das irgendwie aufgeknackt haben, als ein Eis, ja, ein Eis oder was weiß ich, oder ein Toastbrot. Okay, gut. Es gibt unterschiedliche Verdauungszeiten, ja, das gibt's. Und diese unterschiedlichen Verdauungszeiten haben aber weniger was mit dem Wassergehalt zu tun, also ob das jetzt Nass- oder Trockenfutter ist, sondern mit den Inhaltsstoffen. Also was ist da genau drin? Ob 75% Wasser oder 10% Wasser drin sind, das spielt da nicht so eine große Rolle. Viel wichtiger ist, wie viele Proteine sind drin? Was sind das für Proteine? Wie ist da die biologische Wertigkeit? Sind es Fleischproteine oder sind das Bindegewebsproteine? Da macht man auch im Lebensmittelbereich macht man da einen Unterschied, weil es eben unterschiedlich wertvoll für den Körper ist. Ja, das hat dann irgendwie, also ein Knorpel, wenn ich irgendwie ein knorpeliges Fleisch esse, dann hat das sicher, braucht mein Körper sicher länger, um das irgendwie auseinander zu friemeln, als bei einem, ja, Filet. Ja, so. Okay, gut. Bei Kohlenhydraten ist das sicher auch so. Wie ich es gerade am Beispiel gesagt habe mit dem Vollkorn. Ja, wenn ich ein Vollkornbrot habe, das braucht sicher länger, um verdaut zu werden, als ein Weißbrot. Okay, auch gut. Fette sind wieder, da sind wieder andere Enzyme dran beteiligt. Das ist auch wieder, okay, mag alles richtig sein, aber hier geht es doch darum, was in der Praxis relevant ist. Und ob ich das festmachen kann an Nassfutter und Trockenfutter. Und das ist Quatsch. Ja? Das ist völliger Quatsch. Wenn ich an gestern Abend denke, gestern Abend beim Abendbrot, habe ich gegessen Gurken, saure Gurken. Ich habe einen Obersten gegessen, ja, also so für die, die nicht aus Bayern kommen, Camembert, Butter, Quark, ja, so mit, also sehr fettig. Das drin, Schuss Bier dazu. Und das habe ich gegessen. Dann habe ich, wir wohnen ja in so einem kleinen Ort hier, ein bisschen außerhalb von Cham. Da haben mittwochs noch die Geschäfte geschlossen. Ja? Kennt man ja fast gar nicht mehr. Ist so. Und so auch der Bäcker. Ich wollte also gestern frische Brezen holen,
Hat nicht funktioniert, weil der Laden zu hatte. So, also gab es die Brezeln vom Vortag und die waren ziemlich wenig wasserhaltig. Ja? Ziemlich trocken. Okay, also haben wir, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Nass- und Trockenfutter, dann hatte ich sehr, sehr trockene, sehr, sehr, sehr trockene Brezen. Ich hatte fetthaltige ja, Käsecreme. Ich hatte wasserhaltige, saure Gurken. Und bestimmt noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt nicht einfallen. Und was getrunken habe ich dazu auch noch. So. Würde nie jemand auf die Idee kommen und sagen, oh, um Gottes Willen, was machst du da? Das ist doch total schlecht. Das greift die Magenwand an und unterschiedliche Verdauungszeiten. Wird nie jemand sagen, oder? Aber in der Tiermedizin, da werden diese völlig bekloppten Weisheiten wieder irgendwo hergezogen. Ja, auf gar keinen Fall darfst du Nass- und Trockenfutter mischen. Wisst ihr was? Also erstens geht es immer darum, wie verträgt es euer Tier? Ja, wenn ihr jetzt bei eurem Tier speziell feststellt, nee, das geht auf gar keinen Fall, das ist, ja, der verträgt es nicht. Ja? Mein Hund verträgt es nicht, wenn ich dem das so gebe. Meine Katze mag das so nicht. Gut, okay. Dann haben wir hier aus der Praxis einen Beweis, dass es so nicht funktioniert. Aber irgendwelche theoretischen Überlegungen, ja, Verdauungszeiten und dann gärt es da im Magen und es greift die Magenwand an und oh, Vorsicht bei deinem empfindlichen Tier. Wisst ihr, macht einfach mal einen Punkt, Leute. Ja? Damit meine ich die, die solche Weisheiten in die Welt setzen. Es ist völlig in Ordnung, wenn eure Tiere das vertragen, dann werft doch das einfach zusammen. Und manche mögen es einfach gerne. Ja? Die haben dann, die einen glauben das zwar raus und die anderen mögen es einfach so. Und die Besitzer fahren damit gut. Ist doch in Ordnung. Lasst euch nicht irre machen von irgendwelchen Spezialweisheiten, die am Ende sich als ja, hirnrissig entpuppen. Denkt an das Abendbrot, wenn ihr da sitzt und irgendwie euch was schmiert und so weiter, hat das, dann haben diese ganzen Sachen, die ihr da esst, auch unterschiedliche Verdauungszeiten. Ja? Das gärt trotzdem nicht eure Magenwand kaputt. Ja? Versucht einfach mal mit gesundem Menschenverstand an die Sache heranzugehen und lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch nicht verrückt machen von irgendwelchen ja, Spinnern, die sich entweder so einen Schmarrn selber ausdenken oder zweitens einfach solche Sachen nachplappern, ohne drüber nachgedacht zu haben. Ja? Passiert jedem mal, mir auch, ja? Euch sicher auch mal, aber deswegen machen wir solche Videos, dass ihr dann im Bilde seid und beim nächsten Mal vielleicht nochmal mehr drüber nachdenkt und sagt, ja, ist eigentlich Quatsch. Beim Abendbrot mache ich es ja ganz genauso. Ich wünsche euch alles Gute. Werft ab und zu mal Nass- und Trockenfutter in den Napf, und, um dann festzustellen, dass gar nichts passiert, ja, euren Tieren nicht. Und ja, wir sehen uns nächsten Donnerstag zu einem neuen Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Servus, bis dann.